Die ersten Plätze haben 25 Sekunden gebraucht. Die Susanne wird jetzt die Preise verteilen. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass unsere erste Maler-Autoschieber-Meisterschaft heute Morgen hier in der Trogemannstraße so gut funktioniert hat. Ich habe also zugucken dürfen und es war sehr, sehr anstrengend. Ich bin froh, dass ich nicht selber schieben musste. Und umso mehr wollen wir heute hier honorieren, was die vier Teams, die an den Start gegangen sind, Autoschieber technisch geleistet haben. Und da möchte ich zunächst einmal die beiden dritten Plätze auf die Bühne bitten. Das ist einmal das Team des Pizzicato Quartetts, was extra aus Pécs, Ungarn gekommen ist, um hier Auto zu schieben. Das Pizzicato Quartett selber ist jetzt zu einem Konzert in der Paracelsus Klinik, aber die Fahrerin Jana Prajenikova, die am Steuer gesessen hat, heute ist da und die darf ich dann mal auf die Bühne bitten. Applaus, das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Gleichzeitig bitte ich auf die Bühne das Team von VW Audi. Die sehe ich, sind vollständig vertreten. Und auch Sie, ganz großen Applaus, möchte ich hier gerne auf der Bühne begrüßen. Team VW Audi, hervorragende Leistung, 30 Sekunden, also wir haben als wir das probiert haben, es nie schneller als 38 Sekunden geschafft, insofern muss man sagen, für alle ganz hervorragende Leistung. Sie erhalten als Preis 8 Kinogutscheine der Lumühle und 5 Kinogutscheine der Lumühle und 5 Flammkuchengutscheine, die Sie heute Abend hier auf dem Weinfest einlösen können. Ich weiß nicht, wem darf ich es überreichen? Wir gratulieren ganz herzlich. Ja, für das Team des Pizzicato Quartetts habe ich keine Kinogutscheine, weil die meisten erstens kein Deutsch können und zweitens nicht so lange da sind, dass sie die einlösen könnten. Deshalb haben wir uns hier was anderes überlegt. Wir, die Werbegemeinschaft Hüls und die Könige und Kaiser in Lauerstellung haben gemeinsam eine eigene Edition des Wiesensektes und des Wiesenkruges extra hier zum Weinfest und zum späteren Oktoberfest aufgelegt. Und das wollen wir gerne heute übergeben. Und wer das toll findet und gerne käuflich erwerben möchte, kann das hier rechts in der Koch- und Kunstoase oder auch am Stand der Könige und Kaiser in Lauerstellung vor Haushaltswaren Roland gerne tun. Ja, auch ein herzliches Dankeschön an das Team Pizzicato. So, nun kommen wir zu den beiden ersten Preisen. Da darf ich einmal auf die Bühne bitten, die Blaubeerbuben und das Team Die Bremser. Der Name war wohl nicht Programm, denn sie waren mit 25 Sekunden so schnell. Ich habe... Ja. Wir haben natürlich an sich nur einen ersten Preis gehabt. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben den ersten und den zweiten Preis addiert. Das Ganze durch zwei geteilt und noch einige Gutscheine für Getränke beim Beachvolleyball draufgelegt. Wir freuen uns nun, Ihnen diese Preise überreichen zu dürfen. Einmal für das Team die Blaubeerbuben und einmal für das Team die Bremser. Ganz herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. So, der halboffizielle Teil ist eigentlich damit beendet. Wir haben die Preise verteilt, wir haben die Königin gewogen und den Bürgermeister gekrönt oder andersrum oder was auch immer. So, gut, jetzt haben wir einen wunderschönen Programmpunkt, nämlich die Sängerinnen und Sänger von Längstebeek werden gleich hier Aufstellung nehmen und dazu möchte...